Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Azora in unserem Adventure-Projekt. Heute Abend mit dem lieben Michael. Hallo Michael. Hallo. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen hier fleißig hantiert und auch das ganze Material nicht verkauft, sondern zu unserer zum Straßenbau genutzt. Wo ist Michael jetzt? Der war doch gerade hier noch im Radlader. Bin da draußen. Ich komme mal wieder zu. Ja, ich glaube, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ach, da stehst du, ja. Hallo. Genau, und ja. Wir hatten vor kurzem Hilfe vom Marco. Der Patrick ist allerdings immer noch im Urlaub und deswegen sind wir heute hier, wir zwei Hübschen, alleine. Ich habe überlegt, wir werden hier noch ein bisschen von dem Zeug rausfahren und dann möchte ich eigentlich... Also das sollten wir schon noch gucken, dass wir das in die Folge hier reinkriegen. Ich würde gerne mit dem Bohrhammer nochmal losfahren und mit dem Suburban an diesem Geheimgang da im Dunkeln nochmal suchen, ob wir das nicht mal lösen können, weißt du? Ah, diesen Zugang zu diesem unterirdischen, unter der Grotte genau. Oder so. Genau. Ja. Den Weg wieder finden. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Das ist nämlich nicht ganz so schwer, weil das doch an diesem... War das nicht an dem Lagerfeuer irgendwo da in der Nähe? Genau, richtig. Campfire 2, da war das doch, ne? Bei 35 irgendwo. Können wir hier auf der Karte nämlich sehen. Die Frage ist ja, die eigentliche Frage ist ja, ob es gab doch noch ein anderes Campfire, ob es da was Ähnliches gibt, ne? Dass das vielleicht doch auch irgendeinen Hintergrund hat mit diesem Campfire. Aber... Campfire 1, da gibt es nämlich unten noch da etwas südlich von Feld 12, da gibt es noch was. Du kannst jetzt on the seat hit. Ja, wie auch immer. Sollten wir vielleicht noch machen. Möchtest du lieber Bagger oder lieber Radlader fahren? Ich würde dann mal in den Radlader gern steigen wollen. Ja, dann mach das mal. Dann fahre ich, werde ich hier noch ein bisschen vollschaufeln und dann. Guck mal, der ist sogar noch schon voll. Haben wir den voll gemacht beim letzten Mal? Ja, dann bringe ich den erstmal weg. Alles klar. Und liebe Zuschauer, ich kann schon so viel verraten. Wir haben definitiv auch noch mehr. Nämlich neue Mods mit draufgenommen. Da können wir mal einen Mod-Test machen. Da geht es darum, vielleicht beim Straßenbau noch ein bisschen Unterstützung zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Das wird sich zeigen. Aber trotzdem wissen wir ja, wir brauchen für den Straßenbau noch eine ganze Menge mehr. Ne? Also wir müssen noch Holz schneiden. Da war noch eine ganze Menge zu viel. Wir müssen noch Material anfahren, hier von dem Kies. Das reicht definitiv auch noch nicht, was da ist. Also ein paar Ecken, die müssen wir halt hochsetzen. Ne? Also da will ich den Hang ausgleichen. Und das heißt, das geht schon einiges an Material dann dahin. Ein wenig können wir ihn auch aus dem Berg hier rausholen. Genau, da liegt ja auch noch was vorne, da liegt ja auch noch Zeug. Richtig. Ich hatte ja auch überlegt, dass wir hier dann wirklich schon anfangen. Dann hier die Straße so rüberziehen, ne? Vielleicht ist das auch gar keine schlechte Idee, wie sah's? Ich schütte hier schon was hin. Ne, wir wollten erst, da müsste erst mit der Fräse einmal durch, ne? Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja, ihr seht das hier, das ist so ein bisschen wellig. Also es geht, aber man muss wirklich mit sehr viel Geduld und Muße. Hier vorne sieht man das, da haben wir schon eine schöne, halbwegs schöne Fläche hinbekommen. Aber da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Dass man es normal als Weg auch benutzen kann mit den Fahrzeugen. Ja, genau. Also es ist schon noch hubbelig hier und da. Ja, aber wie gesagt, das geht halt nur mit Material. Du musst Material da haben, sonst haut das nicht. Das ist ja witzig. Jetzt schüttet der aus dem Kornschieber den Stein aus.
Ja, aber das Problem ist, Steinmaterial ist tatsächlich so blöd. Mal eben gucken. Ich muss halt da direkt weiterfahren. Schade ist, ich wüsste mal gerne, woran das liegt. Es gibt ja einige Materialien. Einige Materialien, die wirklich schön sich ein bisschen verteilen mit dem Druck. Ja, wie zum Beispiel die Silage, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. Aber das tun eben nicht alle. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht kann der Fill-Type irgendwie definiert werden und so weiter in einer, ich sag mal, Variabilität. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass die Eigenschaften bekommen, ja. Aber da, das habe ich mir auf jeden Fall noch nicht angeguckt. Müsste ich nachsuchen, aber wahrscheinlich ist das so. Vielleicht haben die Zuschauer ja auch eine Idee. Kann ja sein, dass der eine oder andere sagt, ist kein Problem, muss er da und da machen. Dann schreibt uns das ruhig. Wir würden diesen Kies gerne ein bisschen sich bewegend definieren. Also ist ein bisschen verteilt. Das wäre sogar eigentlich ganz cool. Da müsste man nämlich nach einer Zeit, als ich das immer weggedrückt hat, müsste man sogar nochmal nacharbeiten, die Straße. Das bei Kies ja durchaus und Schotter nicht selten, ne? Mhm. Dass sich da Löcher fahren, dass man das nacharbeiten muss. Aber es ist natürlich auch die Frage, was macht das mit der Serverstabilität? Das ist nicht zu vernachlässigen. Ewige Probleme mit der Performance. Aber Performance dürfte bei der Menge an Menschen, die wir hier haben, eigentlich noch nicht das große Problem sein. Ja. Das kann man auch anders als Problem erzeugen. Ich habe schon mal im Singleplayer eine Map zum Absturz gebracht, in dem ich einfach nur Silageballen viele hatte. Also sehr viele hatte. Okay. Ich muss hier wieder an die vorwärts, rückwärts. Also ich möchte mal wissen, wer immer den Bagger so dreht, dass der falsch rumsteht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, ich kann kaum erkennen, wo es vorne und hinten ist bei dem Drehgestell. Da. Das ist relativ simpel. Wenn du Gas gibst und der fährt nach hinten, dann steht er falsch rum. Ja, aber so optisch erkennen, so nee, bevor man diesen Test macht. Optisch erkennen, dann tut man das nicht, ne. Das ist genau das Problem. Manchmal weiß ich nicht, wie das. Müsste mir die Schaufel nochmal genau angucken. Es gibt Situationen, da passt das genau mit der Schaufel, dass du die einfach nur greifst und dann aufgefüllt hast. Und dann hast du Situationen, wo die. Zum einen unter den LKW füllt. Und wo die dann den Bagger durch die Gegend zieht. Mhm. Aber ich brauche nur einen Hauch zu niedrig zu stehen dann. Mhm. Meint man dann, der Bagger hat überhaupt kein Eigengewicht. Ja, genau. In der Situation. Geht gerade mein Licht aus hier. Mir fällt übrigens gerade ein,
theoretisch bei unserem nächsten Spieleabend bin ich gar nicht da. Ui. Dann müssen wir wahrscheinlich gucken, ob wir da irgendwie eine Alternative finden an dem darauffolgenden Sonntag vielleicht. Ja, kriegen wir aber auch hin. Schauen wir mal. Genau. Vielen Leuten ist es nämlich immer so ein bisschen schwierig, da so für alle was Passendes zu finden und so. Obwohl, es geht ja noch, wir sind ja hier mit rein, geht es ja hier noch. Ja. Ich habe schon nochmal alles abgesprochen. Ich habe der LKW auch wieder schön aufgebockt übrigens. Auch den Bagger, ne? Ja, das ist immer so ein, wie gesagt, manchmal kriegst du die Schaufel in einem Rusch voll und manchmal macht der Schizinober hier. Das war tatsächlich beim Construction Simulator richtig gut, die Baggernummer. Ich weiß gar nicht warum, aber der Construction Simulator hat es dann, am Anfang war der echt gut, aber dann hat er es nicht weiter geschafft, bei mir da irgendwie weitergespielt zu werden, weil das ist so festgefahren. Du hast halt so immer den 100% gleichen Ablauf. Mhm. Da fehlt es dann so ein bisschen an Individualität. Magst du mal eben hier unter mir die... Kommst du da dran? Ja, also wenn ich weg bin, könntest du auch da mal trotzdem eben so oder so aufräumen. Ja. Ich wollte da ein bisschen das wegziehen dann. Ne? Ja. Ach, guck mal, der Magirus ist auch voll. Wir haben hier alles voll gehabt. Ich kann auch mal zwischendurch auch noch den Magirus leer fahren. Dann geht uns schnell das Grundmaterial aus. Fahr ruhig erstmal mit dem Radlader weiter. Muss ja leer werden da drin. Da habe ich eins von diesen Rehen halt gefahren, das uns den Serverstart ein wenig verleidet hat. Die Zuschauer, wir haben nämlich vorhin gestartet und hatten da diese zwei neuen Mods drauf, die wir euch wahrscheinlich in der nächsten Folge mal vorstellen werden. Und die, aber ich habe die schon ein bisschen im Verdacht gehabt, dass die daran schuld sind, aber irgendwie... Vielleicht hätte ich... Nee, ich habe die Kontrolle verloren, aber ich habe es noch auf die Straße zurückgeschafft. Ja, da sind nämlich diese Rehe geladen worden am Server immer. Und das hat so lange gedauert. Und dann habe ich dann zweimal abgebrochen, die Mods wieder deaktiviert und wieder raufgenommen, wieder deaktiviert. Und schlussendlich hätte ich wahrscheinlich einfach nur geduldiger sein müssen, als was dann haben einfach laufen lassen, weil ich hatte keine Idee mehr. Die haben echt lange geladen. Da wurde immer dieses Dir Dold in 3D, also eine Datei für die Tiere hier nachgeladen. War so ein bisschen müßig. Michael, wir müssen auf jeden Fall hier auch sehr zeitnah gucken, wenn wir an der Straße hier oben noch Bäume entfernen. Das ist kein Zustand hier. Also ich schütte hier die ganze Zeit Material hin. Aber richtig sinnvoll. Vielleicht willst du mal die neue Mod, eine davon, probieren? Meinst du, wir sollen damit anfangen? Ja, wir müssen so oder so hier oben ja aufräumen. Aber ja, vielleicht mache ich das wirklich mal. Dann machen wir das zuerst, dann fahren wir
machen wir die Höhlenerkundung beim nächsten Mal. Aber auch dann müssen wir erstmal. Ich fahre mal mit dem LKW zum Shop. Dann gucke ich mal, dass wir das handeln. Ja. Ich weiß aber noch nicht, ob sich das lohnt. Also das ist ein purer Test. Keine Ahnung, ob das... ich würde auch sagen, dass wir erstmal mieten, oder? Genau. Kaufen. Bevor wir dann teuer Geld investieren. Danach ja. War es eine Luftnummer. Ja. Ja, liebe Zuschauer, dann gibt es jetzt noch, da habt ihr Glück. Gibt es jetzt schon ein kleines, hoffentlich Highlight. So. Das sollte, ach, besser, wir gucken einfach unter den Namen nach. Caterpillar. Guck mal, da steht es aber gar nicht drin. Das ist nur die, die wollte ich aber gar nicht. Dann müssen wir mal eben gucken. Da ist er auch nicht. Wo ist denn der? Oh. Da. Unter Radlader. So, ich habe nämlich so einen Gerader mir genommen. Und ist für den Straßenbau wieder eingesetzt, um die Fläche zu graden. Und, jetzt gucken wir uns mal an, ob das Gerät und auch was für die Straße tun kann, auch wenn die am Hang ist. Ist erstmal ein Gerät nach meinem Geschmack. So, das ist das mit dem Schild hier. Okay, hoch, runter, rechts, links, ja, das ist nicht so schwer. Und die Marke ist ja für unser Spiel hier eigentlich auch die traditionellste, die man überhaupt haben kann. Ne? Ist das so? Caterpillar, die Vorläuferfirma von der Firma Caterpillar ist die Firma Holt. Auch aus den USA. Ja. Die haben das Wort erfunden, Traktor. Echt? Mhm. Ja, das, guck mal, das wusste ich nicht. Verrückt. So, jetzt sind wir hier oben erstmal angekommen. Gucken wir doch mal. Auf jeden Fall was. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, was er hier macht. Da müssen wir bestimmt noch mal ein bisschen nachgleichen, aber das könnte deutlich schlechter aussehen, muss ich zugeben. Eine Fehlinvestition. Sehr gut. Ja, ich glaube wirklich nicht. Wenn wir oben sehen, also ich habe hier unten, hatte ich ja schon relativ gerade. Wie gesagt, aber er verteilt auf jeden Fall hervorragend. Hier oben schiebt er ein bisschen vor sich hin. Also da müsste er sicherlich zwei, dreimal rüber. Aber für den Moment hier. Und vor allen Dingen ist der relativ geländegängig. Ja gut, ich muss natürlich gucken, also jetzt verlange ich halt wirklich von ihm einiges. Ja, das ist genau das Thema, was ich meinte, wir brauchen hier Material. Mal gucken, was wir machen mit dem. Ah, der ist schon. Witzig. Man kann den, das Schild von dem sogar zur Seite schieben, rechts, links.
als Ganzes oder meinst du so drehen? Nee, also drehen auch, aber auch schieben das Schild. Also rechts, links kannst du das Schild verschieben unter dem Gerade. Aha. Das ist schon richtig cool. Ja gut, hier oben müsste man dann doch mit dem Radler nochmal dran. Obwohl, da geht der auch drüber, ne? Das schon. Okay, das muss ich dem lassen, was Modder auch immer da gemacht hat, aber da hat er hier schon das läuft schon richtig gut mit dem Ladeschieben. Ja, krass. Okay, jetzt haben wir ein cooles Tool zum Straßenbau gefunden. Soweit es der LS eben hergibt. Also, muss man auch sagen, der LS hat halt auch Grenzen. Aber das geht hier schon sehr, sehr gut. Dem, was wir hier auf der Map machen, sind wir sowieso ziemlich an der Grenze von dem Spiel eigentlich. Das kann man definitiv. Idee her. Ja, das kann man definitiv so festhalten, ja. Hier, jetzt habe ich sogar bis auf die Straße hier verteilt. Und der ist, also ist extrem geländegängig, dafür, was ich hier hingelegt habe. Was macht der denn, wenn ich hinten das, kann ich das hinten auch senden? Nee. Ach so, guck mal hier, man kann das Schild sogar noch hochnehmen. Krass! Okay, der hat unglaublich viele Funktion mit dem Schild. Wow. Also Michael ist der Hammer. Ja? Ja, das ist geiles Gerät ever. Also sollten wir so eine Aktion nochmal fahren, nicht ohne den. Auf gar keinen Fall. Das war's, dann komme ich mal kurz zum Vorwitzen vorbei, bring dann den Magirus mit und dann haben wir außerdem gleich eine neue Ladung Material. Ja, sehr gut. Ich dir das Tip-Top-Gerät mal vorführen. Besser von unten anfahren oder von oben? Das ist, glaube ich, gerade nicht so relevant. Darfst du dir aussuchen? Okay. Ich bin auf dem Weg gerade nach unten. Komme ich von unten dazu. Gut, hier müssen auf jeden Fall noch, also wo der Hang so steil ist, müssen wir auf jeden Fall noch Material hinzufügen. Guck mal, hier habe ich jetzt tatsächlich, festgefahren, das Ding. Ihn gerade raus. Hoffe ich.
alten Einzugsbereich. Also man kriegt den, glaube ich, wirklich gut drangezogen. Über die Straße kann man jetzt mittlerweile auch schon ganz gut fahren. So, wo magst du denn hinhaben? Ja, gehen wir gleich zusammen. Warte, gehen wir ein Stückchen einmal hoch. Gerne hier oben noch. Hier, wo der Hang so steil wird, da brauchen wir auf jeden Fall nachher noch mehr Material. Hier, wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Oh, Moment. Ja, da habe ich noch einen Buckel gelassen, habe ich gerade gesehen. Aber wie gesagt, da. Wow. Muss mal ein bisschen fütteln. Ja, hier ist nur so eine Spitze drin. Ja, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachziehen. Das ist, wenn zu viel Material da drunter ist, dann fängt der an so ein bisschen zu. Aber es ist wirklich so, ne? Und das untere Stück war schon sehr gut, ne? Also was die Funktion angeht von dem Erdhobel, das ist wirklich erstaunlich gut. Ich finde das auch, das ist echt feine Sache hier. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut werden kann. Muss ich zugeben. Bin jetzt mal wieder hochgefahren. Ein mal dickes Lob an den Modder hier. Ja, muss man schon sagen. Allerdings hat er natürlich eine kleine einen kleinen Wendekreis. Das sieht man dem Gerät förmlich optisch an. Ne? Ach, guck mal hier. Damit. Jetzt soll ich es ein bisschen gerade machen. Kann er doch richtig wegkratzen an den Seiten. War natürlich jetzt keine clevere Idee. Das ist krass, der kratzt wirklich von den Seiten noch wieder mit in die Mitte dann rein. Also wir können nachher sogar das Schild entsprechend verschieben, sogar am Rand. Die Sachen wieder noch zur Straße hinschieben. Versuche ich mal durch den Wald zu fahren. Ja, das hier oben ist halt genau das Ding. Da hier müssen wir wirklich gucken, dass wir uns noch einfallen lassen, wie wir mit der Straße am sinnvollsten umgehen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall wirklich noch Material, sonst kriegen wir das auch nicht gerade geschoben, dass die Straße halbwegs gerade da ist. Ja.
Der andere LKW, der steht unten, würde ich, weil der hat mehr Volumen, dann würde ich mit dem nämlich zurückfahren. Genau, der steht am Shop, ja. Hattest du den Erdhobel jetzt hier betrachtet schon? Wie der arbeitet? Nur aus der Ferne. Ja, komm mal da ran. Ja, wohl hier ist tatsächlich ein Thema gerade. Hier tut er sich schwer. Da hat ihn aber aufgesetzt, glaube ich. Jetzt hier mal runterschubsen eben. Das zurück. So. Ja. Und? Ja, sonst muss ich vielleicht doch mit dem, hier mit dem Radlader wirklich nochmal ran. Weil hier scheint er auch gar nicht richtig zu packen. Aber guck mal hier. Du kannst den hier seitwärts setzen. Also kannst, ich kann den wirklich seitwärts kippen. Guck mal hier. Ja, ja. Ultra flexibel. Aber hier gerade packt der gar nichts. Also das ist außergewöhnlich, weil der da vorne hat der nämlich richtig schön die... Aber hier hast du auch eine ziemlich große Seitenneigung. Ja, so, das ist genau das Problem. Ich also hier zum mal Beispiel, den. Ja. Hier zum Beispiel hier hinten geht es wieder ein bisschen besser. Ja, gleich wenn ich runterkomme, dann sieht das wieder anders aus. Ja, fahren wir. Ich hole erstmal kurz den Radlader da hoch und dann fahre ich dann eine neue Fuhre holen. Nee, Radlader brauchst du gar nicht hochholen. Lass den mal da stehen. Lass uns erstmal hier noch weiteres Material oben hinfahren. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall da an dieser Ecke Material, um dann wirklich gut arbeiten zu können. Okay. Oha, es schneit. Stimmt. Da kann ich gleich noch Schnee schieben. Ja, aber auch hier oben, das ist schon. Hier oben ist das schon relativ gut mit der Straße. Liebe Zuschauer, ich bin total perplex. Ihr habt das gesehen, das mitbekommen. Ich finde das richtig gut, was der macht. Besonders, weil ich weiß, was ich mit dem Radlader hier veranstaltet habe schon. Und auch das ging schon relativ gut. Aber der ist sehr außergewöhnlich, was er hier veranstaltet mit der Straßenbaunummer. Ja, das Einzige, das hier müssen wir uns halt selber ankreiden. Hier die so viele Bäume noch mal stehen lassen. Ja, bei einem der nächsten Touren machen wir das auch ein bisschen sauberer, ne? Ja, auf jeden Fall nochmal reingehen. Gebe ich hier natürlich einiges an Material von mir her. Ich glaube tatsächlich, wenn wir an so eine gewisse Steigung rankommen, tut er sich schwer. Theoretisch müsste so eine seitliche Neigung von einer Straße komplett ausgeglichen werden. Ja. Was natürlich auch einen mordsmäßigen Aufwand, den man dann treibt, um das ganze Material dann dafür herbeizuschaffen. Ja, das ist so. Ich sehe das gerade hier oben. Also hier passt das eigentlich schon mit diesem seitlichen Ausgleich, aber da gehört schon auch einiges an Material dann noch dazu. Obwohl, das ist nicht mehr so ewig viel. Also wir haben hier oben schon einiges seitlich ausgeglichen auch. Aber eben nicht alles. Ja, aber guck mal hier, jetzt hier ist zum Beispiel, arbeitet der richtig gut.
Aber Michael, ich glaube, unsere Straße ist nicht so schlecht. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr viel besser aus als noch vor einiger Zeit, wo wir da noch sehr viel Hubbel hatten. Ja, absolut. Ja. Hier habe ich natürlich vorhin ein bisschen. Na, guck mal hier. Also, liebe Zuschauer, der kriegt auf jeden Fall von mir mindestens 2 Daumen. Das ist ein hervorragendes Gerät. Das kann ich nicht anders sagen. Feines Stückchen, feines Stück. Aber, liebe Zuschauer, das ist schon wieder urlang, ne? Und ich muss mich wieder hinstellen. Geht hier so nicht weiter. Immer die Sitzerei hier. So, und während ich hier hochfahre, würde ich sagen, könnt ihr mal dazu sagen, habt ihr auch einen ähnlichen Baustellenmod, wo ihr sagt, das hat richtig gut funktioniert und Mario, den solltet ihr nochmal ausprobieren. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, Link natürlich gerne dazu. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch fürs Zuschauen, Michael. Was meinst du? Genau, vielen lieben Dank und schönen Abend, schönen Tag oder schönen guten Morgen. Bitte, die Truman-Nummer, meine Lieben. Und auch von mir. So ähnlich. Genau, von mir. Alles Gute, bye bye und ade.